Also wir kriegen morgen Besuch. Schröder kann hier noch mal drauf. Ja. Dafür müssen wir unseren Hof ein bisschen umbauen, weil wir unsere Gäste nämlich würdig empfangen wollen. Der Tietzer kommt zu Besuch. Der Tietzer. Der Tietzer. Der kommt ja nicht alleine, sondern er hat einen guten Kumpel dabei, und zwar seinen Porsche-Trecker. Das ist die Eintrittskarte auf jeden Hof in Norddeutschland, würde ich mal behaupten. Auch die Eintrittskarte ins Klimansland. Damit der sich hier wohlfühlt, haben wir erstmal Bier gekauft, Bratwurst, und wir wollen ihn ein bisschen demütigen. Gut, dass du es so gesagt hast. Ja, wir wollen ihn demütigen. Wir wollen ihm zeigen, dass wir nicht nur den geileren Hof, sondern auch den geileren Trecker mit dem allerbesten Treckerfahrer Norddeutschlands haben. Dafür haben wir uns überlegt, bauen wir ihm einen kleinen Parcours, um ihn so richtig zu pulverisieren. Der Tietzer wird zerstört. Ich meine, er mag ein netter Kerl sein, aber er fährt trotzdem nicht besser Trecker als ich. Unser Trecker ist halt eher ein Sportgerät. Er hat einen Showtrecker. Aber du siehst, er ist auch ein Showmensch. Ja, das stimmt. Weil er nämlich aus dem Fernsehen kommt. Was wir besser können, ist fahren und cooler sein. Und genau diese zwei Geheimkarten werden wir ausspielen, wenn der Tietzer kommt. Aber zuerst ist jetzt unsere Mission, den Hof ein bisschen umzubauen und ihm so die ein oder andere gefährliche Falle zu stellen. Dass er sich richtig schön festfährt mit seinem Bock. Hinterrad wegplatzt. Komplett verdreckt. Achsel raus. Und dann kommen wir. Also, wir können dir gerne helfen, wenn du willst. In unserer Heuscheune geht's los. Damit wir eine schöne einen Tunnel haben, fahren wir einmal hier durch unser zukünftiges Live-Studio. Hier müssen wir ein bisschen Platz schaffen, dass der Trecker hier auch durchfahren. Ja, ist frei hier. Ja. Oh, schöne Atmosphäre. Und dann fahren wir hier auf unseren Acker. Oh, Vorsicht hier, den müssen wir noch wegmachen, den Sandhaufen. Oh, wir wissen ja, dass er da ist. Kleine Überraschung für der Tietzer. Wir müssen uns nur merken, dass wir auf der Fahrbahn direkt einen kleinen Rechtsschlenker machen, damit wir da nicht gegeneiern. Ich weiß nicht, ob ihr die Tietzer schon gesehen habt. Hier vorne haben wir ein kleines Experiment gemacht. Habe ich mal einen gemütlichen Nachmittag im Hotelzimmer verbracht. Ja, den drücken wir einfach mit dem Deutz um, oder nicht? Und was mit denen? Die drücken wir auch um. Hier ist doch schon kaputt. Haben die ja schon angefangen. Super Jungs hier. Das sind Mädchen, glaube ich. Super Mädels. Da machen wir Erde hin, dann fahren wir hier einfach mit Schwung den gleich mal hin. Was ist mit den ganzen schönen Pflanzen? Franzi wird mir den Kopf abhacken, wenn sie sehen würde, was ich hier gerade tue. Die stellen sich wieder auf. Die stellen sich wieder auf. Hier muss doch eh ein Durchgang hin. Hier gehen wir hinten rein, dann fahren wir durchs Wasser. Man sollte immer einen Durchbruch auf Halde haben. Ein Durchbruch auf Halde, wa? Chaos, Kleopatra. Das ist Chaos, das hinten ist Kleopatra. Ich wollte gerade gucken. Ich würde mir das auch gut überlegen. Ich kann richtig gut reiten. Das ist Kurt. Das ist die Mutter. Nee. Ich werde ja wohl noch Kurt von seiner Mutter unterscheiden können. Lass um einen Kasten Bier wetten. Okay, das ist Kurt. Ich weiß, das ist nicht Kurt. Das ist Kurt, ist verkauft. Der ist hier nicht mal mehr. Du bist so ein Dreckschwein. Wenn du Informationen zurückhältst, ist es nicht fair. Ich lasse die Stuten für mich laufen hier drüben. Kannst du mal weitergehen? Der Tietzer macht NDR-Sendung, das heißt, der ist alt. Demnach sollten wir Sachen einbauen, mit denen er Probleme hat, wir nicht. Wir sollten so Köder auslegen, aus Friesentee. So einen großen Haufen Klunche. Woran er nicht vorbeifahren Meinst, kann. Meinst du, da kommt er dran vorbei? Mm-mm. Da kann er nicht widerstehen, nee, ne? Der muss anhalten. Fein Port Matthias. Vielleicht hat er noch andere Schwachpunkte. Meistens haben die Diarrhö, die alten Leute. Ich meine, als so ein Medikament, was dir gegen Durchfall hilft. Da stellst du hin und denkst dir so, oh, wenn nicht jetzt, wann dann? Ram, 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 ram. Der Tietzer soll sich warm anziehen hier. Ich krieg den Gang nicht rein. Das ist aber ein sehr unangenehmer Start. Ist der Gang nicht rein? Fuck, jetzt kann sich der Tietzer aber gehackt legen. Pass auf, du bist auf Hase. Ja klar, kein Problem auf Hase. Ja. Koppel einfach an, ich reiß weg, was du willst. So, Sicherheitsabstand. Ich hätte an einer Stelle den Kran da unten dran gemacht. Das wird so nix. Hättest du den unten dran gemacht, hätten wir jetzt kein Problem gehabt. Aua, ich krieg die ganze Zeit eine gewischt. Ist da Strom drauf? Ich hab eben eine in den Kopf gekriegt. Oh Gott, immer den schlimmsten Job. Oh Mann, ich hab bestimmt schon 20 Mal eine gewischt gekriegt. Ich will nicht sterben. Oh, hör mal auf, du Wichser. Ey, ich mach fast dich an. Du heulst richtig. Lass mal, ich hasse das. Ohne Scheiße. Den brauchen wir nicht mehr. Der ist doch schon durch hier. Oh, vor allem, ich denk die ganze Zeit, aua, 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 und raff nicht, dass ich Strom krieg. So. Der erste Durchbruch. Warum ist denn hier noch Saft drauf? Das ist ja richtig scheiße. Ich weiß nicht, vielleicht ist das eine Problematik, um die wir uns vorher hätten Gedanken machen sollen. Komm her hier. Oh, oh, jetzt kommt der Stromkampf. Ho! Hast du eine gekriegt? Nee, ich dachte gerade, ey. Fahr die Karre mal hier rüber. Ich hab einen Schlag im Kopf gekriegt. Sieht man das? Oh. Traust du dich hier nicht rüber zu fahren oder was? Dann mach ich's. Ja, hä? Ich will doch. Ja, du bist ja in die falsche Richtung gegangen, wa? Hier ist der Trecker. So, die erste Hürde wäre genommen. Ja, wollen wir mal testen, wie das im Wasser ist? Ja, da fährt der nie durch mit seinem Juppie-Teil. Ich mach das einmal noch, okay? Wow! Hast du was abbekommen? Der ganze Fußraum ist voll. Ich hab eine klitschnasse Hose, Alter. Trecker rollt. Der Trecker rollt, nicht aussteigen. Wo muss ich hin? So, dann zeig dich mal wieder, wer Trecker fahren kann. Der muss durchs Wasser. Je höher gespritzt, gibt es immer 5 Sekunden runter. Wir machen einen langen Papierstreifen und dann kontrollieren wir den nachher, wie hoch die Spritzer gehen. Ich komme, Hauke!
Ist das Tee? Da kann kein Tizza widerstehen. Und dann springen wir schnell auf den Trecker. Auf Toilette. Hier werden wir mit Klontjes richtig abfangen. Und dann kriege ich ja noch direkt einen Matjes hinterher. In den Rachen. Also wenn der Tizza uns irgendeine Frage zu unserem Trecker stellt, die wir nicht beantworten können, ne? Das ist der Untergang. Alter! Wir haben unser Dach verloren! Du Chaos! Er ist doch viel geiler, Alter! Das war doch vorher total bedrückend! Ich bin aber auch recht schnell gefahren, muss ich sagen. Hier oben können die Bitches stehen, ey, geil, ey. So, durch die Hut, ey. Also ich finde das gut, was ich gemacht habe, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe keine Reue, Alter. Keine Reue, ey. Ich glaube, wir haben dem Tizza einen vernünftigen Parcours aufgestellt hier. Eigentlich ist gut, dass du das Dach weggehauen hast, weil jetzt haben wir noch ein bisschen Gewicht abgebaut. Gewichtsreduzierung. Tizza, weißt du, welche Message dir gilt? Hier. Wenn du den Trecker an dir vorbeirauschen siehst, weißt du? I'm the boss. Und hinten nochmal Deutz drauf, dass er weiß, was ihn gerade überholt hat. Denn für ihn ist das natürlich nur so ein grünes Rauschen. Tizza, it's on. It's on, Tizza.